und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute geht es mit den Transformers weiter und zwar möchte ich euch mal was darstellen, um auch mal was messen zu können, wie jetzt zum Beispiel ein Keilriemen. Aber vor allem als allererstes soll dieses Video dazu dienen, um euch mal zu zeigen, wie es aussieht, wenn ein Keilriemen liegt und sitzt. Deshalb arbeiten wir heute mit dieser Knete oder Knetmasse, Kinderknete. Dass ich euch das mal irgendwie zeigen kann, gerade die gar keine Ahnung davon haben oder sehr wenig Ahnung davon haben, möchte ich euch das einfach mal richtig darstellen, wie das aussieht, wenn das alles soweit zusammen harmoniert. Und das ist gar nicht so einfach, möchte ich sagen, weil man muss dazu wirklich Ideen haben. Aber letztendlich werdet ihr das Ganze dann auch noch sehen. Gestern habe ich euch auch noch sozusagen ein Schweißverfahren als Video vorgezeigt. Das hier ist sozusagen ein vollwertiges Autogenschweißen, was man hier mitmachen kann und aber auch löten. Hier kann ich nicht viel zu sagen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, Peter, warum sonst erwähnst du doch immer, wo es herkommt oder du hast es gekauft oder jemand anderes. Da kann ich nur zu sagen, das muss anonym bleiben. Warum auch immer soll es anonym bleiben. Mehr kann ich dann leider nicht zu sagen. Wir haben es auf jeden Fall bekommen und ich bin ganz glücklich darüber und freue mich. So können wir erstmal hiermit an dem Broadway weitermachen und ich brauche mir nicht so einen Kopf zu machen. Ich sag's mal so. Gut, heute ist aber vorrangig Transformers, diese Darstellung, die ich euch hoffentlich gut zeigen kann und ihr das auch aufnehmen könnt. Es ist gar nicht so leicht. Ich bin auch immer trotzdem noch an Überlegen, wie zeige ich euch das, wie ich das gerne umsetzen möchte, dass ihr das auch versteht. Wie gesagt, es geht nicht an diese Hauptschrauber oder die schon gut schrauben können, sondern mehr oder weniger an die richtig Laien, ne? Dass sie das einfach mal bildlich verstehen können, wie arbeitet das da drin, ne? Wie sieht das dann aus, wenn zum Beispiel ein Keilriemen an dieser Stelle sitzt und das müssen wir uns jetzt mal oder da tasten wir uns jetzt mal ran. Es kann aber auch sein, dass ich nochmal zwischendurch ein bisschen was messe. Das wird sich dann alles in dem Video zeigen. Jetzt legen wir erstmal los. Na, da habe ich doch glatt was vergessen. Normalerweise sollte das gar nicht durchsickern, dass ich ein Jahr älter geworden bin, aber ich habe das dann später gemerkt, dass ich mich ja doch irgendwie ein bisschen verhauen habe. Und da kamen ja dann auch noch Glückwünsche, wofür ich mich natürlich bedanken möchte, ne? Für die zahlreichen Glückwünsche. Bei mir ist es allerdings so, für mich ist jeder Tag gleich. Es verändert sich nichts, auch wenn ein Jahreswechsel bei mir stattfindet. Ich feiere meinen Geburtstag nicht oder ich sage mal nicht mehr. Das habe ich alles ja zur Seite geschoben, weil jeder Tag ist der gleiche. Ich werde ein Jahr älter und ja, ganz einfache Kiste. Ich feiere meinen Geburtstag nicht und habe da auch gar kein Interesse mehr dran. Gut, ich denke mal ja, oder der eine oder andere versteht das sogar. Gut, mir ist wichtig, dass wir hier auf diesem Kanal weitermachen und jetzt fangen wir auch an. Fangen wir mal mit der Knete an. Wie gesagt, ne, die habe ich über NP gekauft, deshalb auch ein bisschen Werbung rein. Und jetzt haben wir hier, ich mache das mal so,
einzelne Knäuels. Oh, die Knete ist jetzt aber hart. Ja, sie lag in der Garage. Einerseits ist das ja ganz gut, ne? Andererseits zum Formen müsste ich sie ein bisschen in der Hand halten, dass sie ein bisschen Wärme annimmt und sich leichter drücken lässt. Jetzt haben wir hier verschiedene Farben. Und ich überlege gerade, ob wir auch mit verschiedenen Farben arbeiten. Oder mit einer Farbe. Ja, wir haben, hier ist aber nur einmal grün. Meine Lieblingsfarbe übrigens. Und einmal gelb. Und einmal dies. Und einmal das. Noch nicht mal das passt. Noch nicht mal das passt. Okay. Gut. Ich lasse mir was einfallen. Vielleicht arbeiten wir doch mit grün. Und wir arbeiten mit was ziemlich hellen noch dazu. So. Ich würde mal sagen, wir versuchen das einfach mal so. Ja. Und ich brauche eine Mindestbreite. Das heißt, ich brauche eine gewisse Breite dafür. Warum und weshalb seht ihr natürlich, ja, wenn wir jetzt so langsam anfangen. Ich fange mal an. So, das ist die Variomatik von Transformers. Da schmeiße ich mal alles raus. Und ich würde jetzt mal gerne gucken. Ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Diese Knete kann man dann danach höchstwahrscheinlich nicht mehr benutzen. Nur es ist so, ich muss sie wirklich doch ein bisschen wärmer bekommen. Wenn sie nämlich wärmer wird, das ist ja künstliche Knete, ne? Das ist nicht mehr diese Knete, die man früher so bekommen hat. Diese ist hier auf jeden Fall künstlich hergestellt. Ja, ich glaube, das steht sogar. Und ist sogar vegan und allergiefrei. Okay. Was ich jetzt machen möchte, ihr seht ja hier. Hier ist so ein kleiner Überstand. Könnt ihr diesen kleinen Überstand sehen? Ja, ne? Hier. Diesen kleinen Überstand meine ich. Da bringen wir jetzt hier unsere Knete dran vorbei. Hauchnah. Seht ihr das? Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut aufnehmen. Ne? So sieht es bis jetzt aus. Also, ich bleibe nach Möglichkeit in diesem Kreis drinne. So. Es ist natürlich so, das Ganze fällt natürlich schräg ab, ne? Durch diese Schräge, die ja hier ist, ne? Das sieht man ja. Deshalb muss ich gucken, dass ich so gut wie möglich hier sauber rumkomme. Hier werde ich noch mal ein Stückchen runterschneiden, dass wir einen sauberen Anschluss hier haben. Jetzt muss ich nur mal gucken. So. So. Schneide mal hier das Stück runter, um zu sehen, weil wir müssen hier zusammenkommen. Das heißt, ich nehme hier noch ein Stückchen weg. Ja, das ist eben Knete. Ja, fast gut. Das hier sollte auch noch raus. Das ist also noch benutzbar. Und jetzt muss ich das hier aber zusammenbringen. Ich habe das jetzt extra so gemacht. Wie soll ich das sagen? Oder was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe das extra so gemacht, weil vorher hätte ich den Kreis nicht machen können. Und so kann ich diesen Kreis jetzt machen. Gut, und jetzt messen wir mal die Höhe von den Ganzen. Was natürlich nicht passieren sollte, dass die Knete hier irgendwo reißt oder so, weil sie soll schon recht gut zusammenbleiben, wenn wir das machen. Ich
ich mache jetzt das mal so. Wir nehmen jetzt mal ungefähr die Höhe. Ich nehme die mal hier. Hier ist die tiefste Stelle gerade. Moment, hier ist noch ein bisschen Späne dran. Aber ich glaube, die können wir dann nicht mehr benutzen. Zumindest nicht in Kinderhände geben. Gut, ich drücke hier mal ein bisschen runter. So, da kommen wir schon drauf und wir haben eine Stärke von 16 mm. 16 mm. Ja, wir lassen das mal so. Also, wir merken uns 16 mm. Ich schreibe mir das auch nochmal auf. Wobei ich gerade sagen muss, 16 mm ist schon mal für mich, für mein Messen richtig gut, wenn es so hinkommt. 16 mm haben wir. Ne? 16 mm ungefähr, circa. Ich kann ja noch ein circa darüber machen. Circa. 16 mm. Jetzt bringen wir die komplette Variomatik wieder zusammen. Ich lege das jetzt einfach mal so hin. Und wir setzen jetzt setze ich einfach erstmal einfach nur die Gewichte ein. Ne? Egal wie rum und so, ihr wisst, ich habe da so ein Verfahren für mich entwickelt. Aber jetzt ist es erstmal nicht so schlimm. Jetzt können die Gewichte erstmal hier durcheinander rein. Okay, nun halt so rum. Nun setzen wir das Teil auch auf. Und man sieht, ich habe es auch noch nicht mal gereinigt. Aber dazu ist das noch okay. Damit können wir noch arbeiten. Was wir jetzt noch brauchen, oder was wir jetzt erstmal machen können, wir können das schon mal ansetzen. Das sieht ja ein bisschen komisch aus, ne? Aber es sollte funktionieren. Gut, Hülse rein. Hülse mit aufsetzen. Ganz nach hinten durchschieben. Jetzt, da ich mit dem Finger nicht mehr richtig rankomme, ach, nehmen wir das hier. Schieben wir die Hülse auch komplett zurück. Jetzt habe ich den Wandler hier drin. Den müsste ich ja wenigstens halb belegen. Also halb. Hier eine Hälfte wenigstens halb belegen. Wenn es geht, sogar ein bisschen weiter vor. Also ein bisschen mehr als halb. Jetzt könnte ich hier meine Knete hier aufsetzen. Ihr seht aber, die Knete steht über diesen. Wir müssen hier rein. Ich versuche euch das mal zu zeigen, wie ich das auch meine. Wir nehmen die Knete jetzt mal raus. So, ihr seht, also die Knete passt hier noch nicht rein. Ich versuche mal was, aber ihr seht, ne, auch mit leichtem Druck funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen diese Knete etwas schmaler bekommen. So bekommen wir sie natürlich auch gleich ein bisschen länger. Und das meine ich, schaut schon, ist ein bisschen Schmutz dran. Das bleibt nicht aus. Das gehört dazu. Ich habe mir mal eine Unterlage geholt und die ist so hart, die Knete. Ich darf sie natürlich jetzt auch nicht zu dünn machen. Ich hoffe, dass ihr mit dieser Darstellung klarkommt, ne, wie ich das euch erklären möchte. Versuche. Jetzt heißt es erstmal, die Knete etwas, ja, doch handwarm machen. Die ist nämlich ganz schön hart, ganz schön zäh. Ja, sie streckt sich schon. Das ist das Gute, wenn das noch neue Knete ist, dann kann man nämlich hier aus diesem Ganzen immer noch was drehen. Ne? Gut. So. Hoch. Gut. Wenn ich sie jetzt hier einlege, seht ihr, als ob ich jetzt einen Keilriemen einlegen würde. Wir müssen mal gucken, ob das schon reicht. Ich drücke mal ein bisschen. Nein, ich kann sie
noch etwas länger machen. Also wieder gerade das Ganze. Ich muss natürlich versuchen, gleichbleibend, ne? Also nicht, dass ich eine Stelle dünner mache, die andere dicker, nach Möglichkeit, dass sie in einer Stärke bleibt. Ja, das sieht schon besser aus. Nochmal ansetzen. Ich setze jetzt mal ein bisschen weiter hinten an. Ja, das gefällt mir schon besser. Ich brauche was, womit ich ein bisschen Druck ausüben kann. Na, hier habe ich doch schon was. Mal gucken, ob das schon reichen würde. Dann bräuchte ich nicht nochmal Knete hier hinbringen. Weil jetzt möchte ich das Ganze hier nur sozusagen reinformen. Ne? So, das sieht schon ganz gut aus. Ich habe extra in der Mitte angefangen, dass sie sich nach außen zur Not noch etwas drücken kann. Das sieht doch gut aus. Und jetzt kann ich euch sogar so gut wie sagen, so sollte der Keilriemen liegen. Ne? So sollte der Keilriemen hier drin sitzen. In Anfangsstadion. Ne? Ihr seht hier, er steht nicht groß über. So sollte der Keilriemen da drin sitzen. Ich kann euch das jetzt besser mit der Knete erklären, als wenn ich jetzt einen Keilriemen ansetzen würde. Ne? Deshalb, also seht sowas einfach nur als Darstellung erstmal an. Ich nehme jetzt mein Wandler samt Kupplung. Wir tun jetzt so, als würden wir es wirklich einfach mal zusammenbauen. Ihr seht, man merkt sofort, da ist schon von der Knete, weil sie sozusagen halbseitig drauf ist, kippt sogar alles nach hinten. Jetzt würde unsere Glocke drauf kommen. Nun kommt, nanu, wo habe ich sie denn? Die große Mutter. Hier, da ist die große Mutter. Das muss ich hier auch noch sauber machen, weil da hat jemand nicht mit Dingens gespart. Sagt mal schnell, mit Sicherungspaste, ne? Schraubensicherungspaste. Gut. Wie gesagt, wir tun jetzt so, als würden wir es zusammenbauen. Schaut mal, das habe ich mir gebaut. Hier ein Adapter. Verlängerung, ein Adapter, dass diese große 24er Nuss hier drauf kommt. Jetzt nur mal gegenziehen. Mehr will ich da gar nicht. Ne? Weil wir müssen ja hier drüber gehen. Hier drüber findet das Messverfahren dann ebenfalls statt. Aber, wie gesagt, nicht für die Leute, die schon Ahnung haben davon. Ne? Oh, jetzt bleibt es gerade mal so stehen. Nun, die Scheibe habe ich ein bisschen, also die Riemenscheibe habe ich ein bisschen gereinigt. Ich lasse jetzt allerdings auch den Drosselring weg. Ne? Nehme die Scheibe. Drücke hier langsam. Vielleicht kann ich euch das sogar schon noch mal zeigen. Seht ihr? Hier passiert schon ganz leichter Andruck. Das heißt drauf. Wo ist mein Stern? Hier ist mein Stern. Jetzt ist natürlich die Knete so hart. Andersrum. Ja. Jetzt ist die Knete natürlich so hart, dass ich selbst hier jetzt erstmal Druck ausüben muss, weil, wie gesagt, ich möchte alles so zusammenbauen, als wäre es jetzt normal zusammengebaut. Jetzt überlege ich gerade, ich habe mir hier eine andere Scheibe genommen, jetzt bin ich an Überlegen, das sieht mir hier doch ein bisschen
komisch aus. Ich setze das nochmal an, das ist der Kickstart-Mitnehmer. Ob ich den, ob der auch dann wirklich richtig hinten sitzt, weil vorher war es genauso. Ne? Nicht, dass hier die Riemenscheibe dann locker ist und das hier nur gegengepresst ist. Das sieht schon ein bisschen komisch gerade aus. Wir versuchen es mal. Also, Unterlegscheibe. Ich nehme sie jetzt so rum. So. Und die Mutter drauf. Kann man hier zwischen noch was sehen? Oh ja, man kann sogar noch was sehen. Ah, das freut mich natürlich. Gut. Mit der Hand gegen. Wenn sich das dreht, ist es nicht schlimm. Ne? Jetzt kann ich wieder umbauen auf 14er. Da ziehe ich jetzt hier einfach meinen Adapter mit der Nuss ab. Und, hoch, das ist ja auch eine große Nuss. Na gut, dann nutzen wir die eben auch. Egal. Also, das heißt, Adapter hier wieder drauf. Und, ja, das ist auch okay. Nun, 14er und setzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob auch die Riemenscheibe fest ist. Seht ihr? Die Riemenscheibe, die sitzt nämlich nicht ganz. Haha. Ihr seht, wie sie hier leicht hin und her wackelt. Guckt mal. Oder habe ich mich da getäuscht? Moment. Ah ne, es wackelt doch im Ganzen. Also, das, aber es dürfte trotzdem nicht so sein. Nein, sie hat hier ein bisschen mehr Spiel. Das ist nicht korrekt. Das ist noch nicht korrekt. Das ist auf jeden Fall noch nicht korrekt. Ich nehme das Ganze nochmal runter. Also löse vorne erstmal nur, weil ich jetzt mal sehen möchte, weil da habe ich auch noch nie drauf geachtet. Mal gucken. Aha. Also wir haben hier, sitzen wir exakt, aber letztendlich schafft die Scheibe den Rest hier nicht zurückzudrücken. Schon komisch irgendwo, ne? Hier habe ich die große Scheibe noch. Wir können ja mal was ausprobieren. Hier ist die große Scheibe, aber selbst die dürfte nichts mehr bringen. Das ist ja die Scheibe, die eigentlich zu groß ist. Aber sie ist ein bisschen dicker natürlich, ne? Gut, nochmal. Und wieder leicht festziehen. Gucken. Ah, okay. Gut, also die Größe mit dem größeren Ausschnitt zieht doch weiter nach innen. Also sie zieht, im Grunde überbrückt sie hier von dem Restgewinde den Rest und drückt das somit doch richtig gegen. Okay, merke ich mir erstmal. Jetzt sehen wir hier die Knete und hier die Knete. Jetzt habe ich aber nicht die Höhe von einem Keilriemen. Das heißt, wir müssen das Ganze wieder runternehmen und uns die Höhe vom Keilriemen abmessen. Nur die Höhe, die Auflagefläche unten, direkt unten. Mit der Breite wollte ich ganz gerne auf 16 kommen, 16 mm, wie ich das schon angekündigt hatte. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wir müssen jetzt erstmal die Knete sozusagen zurechtschneiden. Ja, das heißt, hier vorne nochmal lösen. Und wir nehmen das jetzt hier mal ab. Wir haben auf jeden Fall jetzt, oder wir müssten jetzt schon mal einen Zwischenwert haben. Jetzt heißt es natürlich, ihr seht,
Es rutscht alles hinterher. Ich nehme erstmal das Kreuz runter. Versuche. Oder nehme ich alles ab? Wir können ja alles abnehmen. Jetzt zerfällt natürlich wahrscheinlich das eine oder andere, oder? Kann ich das zusammen rausholen? Ja, geht. Also. Jetzt muss ich natürlich, hat die Knete überall angelegen? Das sieht zumindest danach aus, ne? Ich drehe das mal weiter. Ja. Das sieht zumindest so aus. Ob es letztendlich so ist, das werden wir rausfinden. Nur jetzt muss ich natürlich meine Riemenscheibe vorne abbekommen. Das wäre ganz nett. Ich nehme jetzt hier nochmal alles auseinander. Das heißt, alles raus. Ich hätte natürlich ein bisschen pfiffiger sein sollen. Ich hätte die Riemenscheibe ruhig mit Öl etwas bestreichen können. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, meine Riemenscheibe hier abzubekommen. Ich versuche es mal ganz vorsichtig. Ja. Schaut mal. Und man sieht auch einen Druckpunkt. Obwohl, ganz ehrlich, oder? Naja, die habe ich ja, ach nee, die war ja nicht gerollt. Ganz ehrlich, ich würde hier gerne noch was auftragen, um das noch genauer hinzubekommen. Man sieht zwar hier einen Druckpunkt, aber der ist nicht gleichmäßig. Welche Knete nehme ich dazu? Diese? Dann mache ich jetzt nämlich, die würde ich ein bisschen rollen. Oder nehme ich die Hälfte davon. Wir können das mal so machen. Weil das gefällt mir noch nicht. Auch nicht für eine Darstellung. Das gefällt mir einfach nicht. Wisst ihr, was wir machen? Die Knete in der Länge hat ja gereicht. So, Messer mal ganz raus. Brett hier hin. Gerade runter. Und wisst ihr was ich mache? Wir nehmen jetzt diese Hälfte, drücken die jetzt hier noch mit drauf. Das heißt, ich umrande das nochmal. Weil das war nicht ausreichend. Die Knete gibt ja dementsprechend dann nach. So, ich muss natürlich schon da bleiben, dass ich hier auch wirklich mittig hinkomme. Und nicht weit, zu weit auseinander gehe, ne? Oh, komisch. Hier komme ich jetzt nicht ganz aneinander. Ja, ein bisschen drücken. Hier komme ich nicht ganz zusammen. Und die Ecke füllen wir einfach mit Grün aus. So, ein bisschen zusammendrücken. Jetzt drücke ich mir so ein leichtes Dreieck, dass wir die Lücke hier ausfüllen. Aber auch gut ausfüllen, stark genug ausfüllen, dass die Knete auch da bleibt. Also ein bisschen verziehen das Ganze. Wie gesagt, die soll ja auch da bleiben. Ne? Soll nach Möglichkeit nicht abhauen. Puh. Das wird aber ein kräftiges Drücken werden. Aber das ist es mir wert. Alles wieder zusammensetzen. Wie gesagt, wenn, dann möchte ich das
recht original alles zusammen haben und nicht irgendwo die Hälfte weglassen, einfach zusammensetzen. Als ob ich damit jetzt losfahren möchte oder nachher. Und das setzen wir jetzt nochmal so, genau so auf. Ja, wenn das nicht beim ersten Mal funktioniert, dann versucht man es einfach beim zweiten Mal. Ja, jetzt muss ich hier meine Führungsbuchse reinbekommen. Nanu. Die liegt aber frei. Warum bekomme ich meine Buchse jetzt nicht rein? Ah, es geht doch. Und komplett drauf hier. Ha, ja, ich glaube, so kann man es doch besser darstellen. Aber bevor ich jetzt wieder hier meine Knetmasse abbekomme, werde ich das nochmal reinigen, ne? Weil hier hat sie ja schon aufgelegen, das sieht man ja so ein bisschen. Ich streiche das Ganze mal mit Feinmechanikeröl ein. Es dient nun mal der Wissenschaft. Könnte man das so sagen? Ich glaube schon, ne? Gut, also jetzt bringe ich hier mal Öl ins Spiel. Das muss natürlich später auf jeden Fall wieder weg, ne? Also das darf hier nicht bleiben. Nur es soll jetzt mal ja zum Zweck dienen. So, ne, dass hier nichts weiter dran hält. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, um das hier aufsetzen zu können. Ich muss mal gucken, wo ich ein bisschen gegenhalten kann. So, schaut mal, das sitzt schon mal. Jetzt kommt unser Stern wieder. Mal gucken, hier rum. Ja, na, okay. Den hätte ich vielleicht mal festkleben können. Gut, jetzt unser Mitnehmer. Aber wir kommen natürlich nicht weit genug nach hinten, ne, dass die Verzahnung hinten greifen kann. Das heißt, oder würde doch heißen, erstmal noch ein bisschen Druck drauf bringen. Ja, hier sitzt die Verzahnung schon. Hier kommt die Verzahnung schon. Das ist sehr gut. Wir probieren es einfach mal. Ne? Ich muss ja nicht ganz festziehen, noch nicht. Ich hoffe, ihr versteht das so einigermaßen, was ich hier euch zeigen möchte. Gut, wir probieren es mal. Nee, da drehe ich lieber mit der Hand gerade mal, dass ich mich hier nicht verkante. Ne, weil der Mitnehmer, der muss ja auch in die Verzahnung reingreifen. Und das macht er gerade. Schaut mal. Er greift gerade rein. Und ich habe jetzt auch einen vernünftigen Gegendruck. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Da kommen wir drauf. Fest, ne? Jetzt gucke ich mal kurz vor die Linse. Oh, ja, ich glaube, das sieht besser aus. Nehmen wir das Ganze mal wieder runter. Ich muss es fest gegenziehen, weil sonst habe ich ja nicht die Wirkung, die ich erlangen möchte. Okay, runter. Ich habe auch wieder die große Unterlegscheibe genommen. Jetzt dürften wir doch eventuell... Wir ziehen wieder alles ab, okay. Ich dachte jetzt durch das Öl habe ich ein bisschen mehr Glück. Ich lasse jetzt hier mal die Gewichte hinten raus. Auch den Stern nehme ich hier raus. Jetzt sollte ja eigentlich sich unsere Platte einfacher lösen lassen, ne? Ah, guck, schaut mal.
Schaut mal, sie lässt sich oben auf jeden Fall verdrehen. Ja gut, dann versuchen wir es jetzt mal. Ha! Schade, schade. Hier, genau da, wo ich es haben wollte, ist es nicht ganz genau ausgefüllt. Aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem so hin, weil jetzt müssten wir ja eigentlich messen die Höhe. Also das heißt, hier die Höhe, wie hoch so ein Keilriemen ist und den Durchmesser. Weil jetzt haben wir ja den Druckpunkt hier. Seht ihr? Den Druckpunkt haben wir auch. Und sieht man das Öl hier noch drauf? Ja, so ein bisschen sieht man das hier noch. Na, das war doch eine Hilfe auf jeden Fall. Was haltet ihr erstmal von dieser Darstellung? Mit diesem Beginn von einer Darstellung? Ich sag's mal lieber so. Ausgenommen, die, die viel schrauben und auch Ahnung haben, das ist für die, die einfach noch nicht die Ahnung haben, dafür ist die Darstellung da. Nicht vergessen. Aber wir messen auch noch zuletzt das Maß. Nur ich denke mal, so kann ich euch das ein bisschen besser erklären. Weil man sieht, was passiert, wenn so ein Keilriemen arbeiten würde. Oder wie sitzt er dazwischen? Wow, hier läuft, oder hier ist sogar auf jeden Fall noch Öl drauf. Kann man das sehen? Ja, ne? So vereinzelt? Ja. Naja, die Knete kann man natürlich nicht mehr weitergeben. Diese Knete, ich glaube, ich brauche jetzt nichts mehr erstmal an Knete. Diese 5 Pakete könnten vielleicht an ein Kind von euch gehen. Was meint ihr dazu? Also wenn, dann einfach melden. In diesem Sinne höre ich für jetzt erstmal auf und im nächsten Video, was dazu kommt, schneiden wir uns hier einen Kreis. Es wird auch wieder angesteckt alles, auch wieder fest verschraubt und dann geht das Messen an. Ja, mit unserer Kinderknete. Ich lasse das auch schön alles hier draußen, dass sie wirklich schön fest bleibt. Jetzt darf sie ruhig fest sein. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Hatte ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Habt einen schönen, schönen Freitag. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und danke, dass ihr dabei wart.